MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, hier bin ich wieder nach kurzer Krankheit. Es ist immer noch nicht ganz okay, aber ich sag mal so, zum Aufnehmen reicht's auf jeden Fall. Und deswegen wollen wir jetzt hier mal ein Spielchen machen mit dem Ronaldo Balotelli-Teamchen. Ja, ich habe Ibra noch nicht gekauft. Und ich glaube auch, der Preis ist schon wieder ein bisschen höher gegangen. Also es war vielleicht ein Fehler zu warten. Ich werde jetzt, wenn ich es packe, den nächstmöglichen für 1.100.000 mitnehmen. Ich hoffe mal, dass ich da auch noch einen kriege für. Wie gesagt, ich glaube, das Beste wäre echt gewesen, so am ersten, zweiten Tag direkt zu kaufen. Weil da war noch erstmal hier gegnerisches Team, sieht mal ziemlich nice aus. Falcao, Cavani, Valbuena in Form, Lavezzi in Form, Lucas, Matuidi in Form, Marquinhos in Form, Maxwell in Form, Thiago Silva, Van der Wiel und Sirigu. Also ein komplett französisches Liga-Team mit 5 Informs. Ja, sieht mal ganz cool aus. Mal schauen, wie er so spielt. Was wollte ich denn sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, doch, genau. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so dumm gewesen, den Ibra gleich in den ersten 2 Tagen zu holen, weil da war der Hype natürlich noch richtig groß. Das heißt, die Leute wollten alle unbedingt in diesem heftigen Team of the Week Packs ziehen und was weiß ich. Und deswegen ging der Preis dann auch gut runter, wie wir gesehen haben. Ja, das Ding ist nur, ich hoffe mal, ich kriege jetzt trotzdem noch für die 1,1 Millionen. Und wenn nicht, dann hole ich ihn halt für 1.150.000. Dafür kriege ich ihn, denke ich mal, auf jeden Fall jetzt auch immer noch. Dann ist das halt so. Komm, De Rossi Körper, ganz genau, so will ich das sehen von dir. Aber die Flanke kommt leider nicht rein. Das ist das Schöne an De Rossi. Der kann zwar nicht rennen, aber er hat halt einen guten Körper. Da kommst du wahrscheinlich mit einem, weiß ich jetzt, mir fällt jetzt gerade keiner ein, Jesus Navas oder so, der natürlich massig Pace hat, aber mit dem kommst du da wahrscheinlich jetzt eben nicht so über die Außenbahn. Ich denke mal, da drängt dich der Herr Maxwell schon eher mal ab, obwohl der Herr Navas natürlich über 90 Pace hat. So, Cavani, oh ja, Cavani, da müssen wir auf, ja okay, das dürfte nichts werden, nein, das ist auch ganz ungefährlich. Was soll ich denn sagen? Ich weiß es nicht mehr. Egal, machen wir weiter. Balotelli hier, schade. So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder reinkommen. Ich hatte eben schon ein Spiel aufgenommen. Ja, alle. Der kommt aber mies. Der sollte in die Mitte zu Marquisio, der da richtig geil durchgestartet war. Ich hatte eben schon ein Spiel aufgenommen. Allerdings wurde das Spiel nach 60 Minuten oder so, ist es abgebrochen. Diesmal allerdings mit Niederlage für mich. Also es war jetzt nicht so ein Quit, wo einfach nichts passiert ist mit der Statistik, sondern es gab einen Quit bei mir. Das ganz Komische, was ich ganz komisch finde, ist, es war der Quit, allerdings war ich danach noch in Ultimate Team drinne. Das heißt, ich bin nicht aus Ultimate Team rausgeflogen, habe trotzdem die Niederlage bekommen. Ich habe keine Ahnung, was momentan da los ist. Ach so, und nochmal ganz kurz was zu diesem Patch. Es ist ja ein Patch rausgekommen und dieser Patch soll wohl so ein paar Verbindungsschwierigkeiten, oh, wie er hier mit Lavezzi am Durchpacen ist, einfach als geradeaus die Linie runter. Dieser Patch soll anscheinend so ein paar Bugs in Ultimate Team gefixt haben, ein paar Verbindungsprobleme gefixt haben, irgendwas, dass es sich im Ultimate Team Hauptmenü aufgehangen hat und. Oh, Alter, ich hatte eigentlich schon längst in Lauf gedrückt. Hat aber irgendwie nicht so ganz ausgeführt. Ah, da ist jetzt Ronaldo nicht mitgelaufen. Nee, sehr schön von Modric. Bringen wir das Ding mal in die Mitte. Jetzt über die Außen, Ball durchlassen. Sehr schön. Jetzt ziehen wir mal mit dem Christo. Christo, push dich. Christo pusht sich richtig schön rein. Und da hinten kommt, oh, schade, Babo ist, glaube ich, gekommen. Man sieht bei ihm richtig gut, wie Cavani echt nach hinten arbeitet. Ich überlege mir echt, wenn ich was mit Ibra mache, dann Cavani im ZM aufzustellen. Das größte Problem könnte nur eins werden. Ich meine, Cavani, wie gesagt, nach hinten arbeiten wird der 100 pro genug. Das Problem wird eher werden, sein ekliger Passwert. Er hat 66 Passen, glaube ich. Und das im ZM ist natürlich, ja, nicht so pralle. Marquini, oh, schade, Babo kriegt den nicht durch. Modric. Ja, Gegner spielt hier auf jeden Fall gut. Ist kein schlechter, merkt man. Und wir müssen vor allem in der Defense aufpassen. Hier pusht er sich mit Lavezzi. Aber er versucht es dann immer mit dem Chop. Wird aber nichts. Und jetzt durchgesteckt. Es ist zwar nur De Rossi. Ach du Scheiße. Ja, man merkt.
Ja, ganz. Ja, okay. Ich wollte schon sagen, ganz genau da sollte er hin. Aber so sollte er dann doch nicht dahin. Oh, Casillas, was ist das denn bitte? Ich habe gar nichts gedrückt. Ich wollte den Ball einfach annehmen mit Casillas, weil war ja keine Gefahr in Sicht. Was wollte ich denn sagen? Ach so, genau. Das ist halt bei Cavani das kleine Problem für die ZM-Position. Sein miserabler. Jetzt muss ich flanken. Und Candreva. Nein! Alter! Ja, okay. Das darf man natürlich nicht versauen. Egal, wer es war. Ich weiß jetzt nicht, Candreva hat wahrscheinlich nicht den besten Kopfball wert, weil er auch nicht der größte ist. Aber den muss halt jeder reinmachen. Der geht rüber hier mit dem Ezequiel Lavezzi. So, ja, das ist halt das große Problem mit Cavani, mit seinem Passwert. Aber man muss es halt einfach mal testen. Ich habe mir jetzt auch nicht genau die Ingame-Stats angeguckt, weil es kann ja sein, dass er nur irgendwie lange Pässe richtig schlecht hat, aber dafür die kurzen Pässe in Ordnung sind. Das muss ich mir halt erstmal angucken. Und beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich eh testen. Weil Cavani gefällt mir eigentlich richtig gut für die ZM-Position, weil er halt in der Offensive was machen kann und durch seine Workrates auch defensiv nicht der schlechteste ist. Oh, das war ein Fail. Da spiele ich hier. Aber hier sehr schön von Marquisio nach hinten gearbeitet. Aber gleich wieder von Falcao abgenommen, das Ding. Ja, er macht sehr seltsame Schüsse. Also Schüsse, die eigentlich null erfolgsversprechend sind. So, dann wieder das Ding nach vorne gegangen mit dem IK. Ich glaube, ich muss mich jetzt ein bisschen mal drauf konzentrieren, die Abstöße kurz zu machen. Weil Casillas kann keine guten Abstöße. Und so verliere ich schon oft den Ball nach dem Abstoß. Das ist ein bisschen failig. So, Candreva, ich hoffe, du bleibst stehen und kriegst das Ding auch. Ja, so einigermaßen. Komm, Babo, push dich. Sehr schön. Jetzt ist natürlich keiner in der Mitte. Jetzt kommt wer in die Mitte. Und komm. Kam der Ball leider nicht. So, aufpassen. Modric. Modric hat das Ding. Ja, eigentlich dachte ich, dass da Ronaldo steht, aber der war irgendwie in der Mitte. So, ja, macht er hier ein bisschen fancy play mit Van der Wiel oder so, glaube ich. Hat ihn jetzt aber nicht unbedingt weitergebracht. So, ah, Christo, oh, das war jetzt mal ein Fail, den ich von einem Cristiano Ronaldo mal nicht erwarte. Schade, weil Buena will das Ding hier, boah, ich wollte sagen, will das Ding hier, aber er bringt es auf Falcao durch. Ignacio ist aber dran. Das macht er gut. Alter, das macht er gut. Und ich komme hier nicht dran. Boah, Gott sei Dank schieße den locker mit Lavezzi. Und Casillas kommt gut dran. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich mit der Flanke gerechnet. So, da hinten dürfte nichts gefährlich werden. Gib mir Abate. Matuidi. Wer steht in der Mitte? Weiß ich nicht. Da hinten steht Falcao. Kann natürlich köpfen. Aber er ist halt ein bisschen klein. Er hat zwar einen pornösen Kopfballwert, aber... Alter, Marquinhos, das hat mich schon gewundert, wo ich irgendwie gegen andere Marquinhoses, also nicht nur in Form, sondern auch gegen den Non-Rare gespielt habe. Der ist irgendwie bombenkörperstark, also ohne Scheiß, obwohl das eigentlich nicht ist. Er ist klein und hat auch einen niedrigen Stärkewert, aber ja, im Spiel fühlt sich das dann wiederum nicht so an. Der hat mich schon das ein oder andere Mal abgedrängt, ob ich da jetzt einen Balotelli oder sonst wen hatte. Und jetzt ist hier Balotelli jetzt mal durch. Babotelli und da kommt Marquinhos wie. Nee, diesmal ist Thiago Silva. Okay, der darf das. Thiago Silva, der darf das. Bringen wir das Ding hier mit Modric rein. Kommt. Und Balotelli, sehr schön. Da ist der Babo. Da ist er am Start und macht für uns hier das 1:0. Ich denke mal, geht auch klar mit den Chancen vorher. Er hatte zwar natürlich auch die eine 100-prozentige, aber wir hatten davor auch 200-prozentige. Und haben dann jetzt noch die Ecke gemacht. Er hat zwar 4 Schüsse, aber wie gesagt, davon waren 3 aus komplett, ja, dummer Position, will ich es nennen. Also die Dinger, wenn sie mal reingehen, das sind dann halt Traumtore, die irgendwie von 100 Mal einmal reingehen. Candreva, und hier läuft er mir mit Cavani hinterher. Jetzt kommt die Flanke hinten. Oh, Alter, Balotelli. Geile Kopfballhaltung von ihm. Das war echt mal nice. Hier sieht man es nochmal. Schiebt er seinen Arsch zurück und haut sich da voll gegen den Ball. Aber die Flanke war halt nicht so pralle. So, Lukas. Lukas immer noch am Ball. Ich laufe jetzt mal über die Außen mit. Ja, ich wollte erst sagen, sehr schön, aber doch dann sehr gut von Chiellini. Jetzt wird es in der Mitte eng. Marquisio. Da wollte ich nicht hinspielen. Ich wollte erstmal auf die Außen spielen, aber Ronaldo pusht sich.
Boah, da musst du jetzt mal durchlaufen, Kantreva. Aber jetzt Modric, den schönen Pass auf Kantreva. Und, ah, der hat eine miese Ballannahme. Der Herr Kantreva. Falcao hier. So, aufpassen. Haben wir aber hier mit Marcelo. So, Ronaldo. Marquisio. Und man sieht, wie eng es hier im Mittelfeld ist. Und ich darf da nicht so lange den Ball halten. Ich muss dann lieber den Pass suchen. Jetzt geht er hier mit Lukas. Er geht hier mit Lukas. Ah, Lukas hat nicht den besten Schuss. Deswegen schießt er auch nicht. Aber Valbuena aus dem Hinterraum. Da hat er natürlich jetzt ein bisschen Luck, dass der Ball da so zu ihm kommt. Das war 100% so nicht geplant. Ich denke mal, er hat in der Mitte Cavani oder Falcao gesucht. Ja gut, jetzt macht er hier nach der Ecke auch den Kopfball. Passt, ist okay. Ich meine, wir haben auch ein Eckentor gemacht, deswegen ist es schon okay. So, weiter geht hier die Party oder auch nicht. So, Balotelli. Kantreva, jetzt mal hier über die Außen, über Ignacio. Und jetzt mal ein bisschen... Boah, ach du Scheiße. Ja, da muss ich natürlich... Ich war noch nicht an der 16er-Kante. Und dann führte die Flanken so aus, wenn man nicht dazu noch... was ist nochmal? Frühe Flanke? Ich glaube L1. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich es eigentlich nie mache. Wow, oh, oh. Boah, Alter. Ja, okay, es wäre nichts passiert, weil er hat Lupfer gedrückt. Aber Casillas war schon fast wieder komplett im Tor zurück. Jetzt mal hier durch auf Ronaldo. Den müsst ihr haben. Ja, hat er auch. So. Ah, scheiße. Da war es ein bisschen schwachsinnig. Boah, Cavani pusht sich hier. Cavani. Ja, das weiß ich nicht, was das war. Vielleicht wollte er choppen oder so. So. Boah, Alter, ey. Meine Güte. Ich glaube, Kantreva, ja, Kantreva ist es. Muss es ja sein. Steht da eigentlich wunderbar, aber naja. Muss man ja nicht anspielen. Kann man ja lieber mal ins Auswerfen, Herr Casillas. Mit seinen Außen habe ich ein bisschen Probleme. Lavezzi und Lukas, wenn die da auf... Ach, Ballo, Junge. Den auf Kantreva gebracht und Ronaldo ist dann wunderbar in der Mitte durch. So. Außen ist jetzt wieder ein bisschen freier. Ja, ein bisschen auf den Außen aufpassen. Also es ist wirklich nicht einfach gegen ihn. Er macht das gut. Vor allem, er macht die Mitte ziemlich eng. Oh, schmeißen wir mal da hin. Ja, Christo behält den Ball. Modric. Modric. Hm, ja, das war jetzt nicht so pralle. Scheiße. Ja, habe ich aber keine Anspielstation in der Mitte gesehen. Und hier jetzt mit Valbuena, aber das dürfte nichts werden. Nee, haben wir. Sehr schön. Babo. Ah, komm, push dich. Ah, momentan kriege ich nichts auf die Kette hier. Kantreva, Maxwell. Lavezzi bringt das Ding nach vorne, aber den Muskas. Alter. Oh. Ey, muss ich nichts zu sagen. Da, anstatt, dass er das Ding wegfackelt, vorhin fackelt er das Ding weg, obwohl keine Gefahr besteht. Und jetzt muss ich natürlich selber das Ding wegfackeln. Und wir wissen ja selber, wie lange FIFA manchmal braucht, bis man was machen kann. Lavezzi hier mit einem schönen Finesse. Und da kommt Cavani, aber den hat Casillas. So, momentan ziemliche Druckphase des Gegners, muss ich so sagen. Ich komme irgendwie nicht so richtig in die Pushen. Marcelo jetzt mal hier über die Außen. Kann sich vielleicht mal ein bisschen durchsetzen jetzt hier. Ja, kann er. Bringen wir die Flanke rein. Modric. Und Alter, ich dachte, er schmeißen sich gerade wirklich ins Tor. Ja, ich hätte jetzt gegen noch so ein Eckballtor, hätte ich ehrlich gesagt nichts. Jetzt extra ein bisschen weiter rausgeholt und Sergio Ramos. Ja, sehr schön. Okay, da ist er selber schuld. Ich habe mir gedacht, dass er einen Torwart jetzt rausholt und deswegen extra schön weit rausgeholt. Und ja, dann habe ich natürlich noch ein bisschen Luck, dass der Junge auf der Linie ihn nicht holt. Jetzt sollte ich mal die Fresse halten. Keine Ecke. Oh nein. Ich habe schon im Gefühl, was jetzt passiert. Ich hab's schon im Gefühl, aber Marquinhos macht ihn Gott sei Dank daneben. Natürlich jetzt ein bisschen lucky unser Eckending da schon wieder. Ist eh überhaupt komplett lächerlich, dieses Spiel bisher. Die guten Chancen vom, auf beiden Seiten gehen nicht rein, aber Hauptsache drei Ecken. Christo. Und jetzt, ah, Kantreva. Nee, schade. Aber hier müssen wir aufpassen, ey. Hier ist ganz, ganz lange noch nichts gegessen. Ich würde jetzt hier ganz gerne mal das nächste Tor machen. Und jetzt drüber gesteckt. Ja, Babus durch, komm. Elf, rot.
Ja, okay, wenn Cantrevar das Ding macht, ist das natürlich okay. Aber das ist vorher faul. Ja, okay, Gegner quittet direkt. Finde ich zwar ziemlich lächerlich, auch wenn das jetzt natürlich mit diesen drei Ecken relativ lächerlich war. Das war auch ein Foot-Gründer. Da seht ihr, dass unter dem Namen steht Foot Founder. Das heißt, Foot Founder sind die Leute, die ihren Account gegründet haben zum ersten Teil von Ultimate Team. Ich glaube, das war bei FIFA 10, oder? FIFA 10 oder 11? Ne, 11 war es, glaube ich. 11. 11 müsste es gewesen sein. Und ja, da war anscheinend jetzt ein bisschen angepisst. Der Gegner war richtig gut. Kann ich gar nichts gegen sagen. Er hat richtig stark gespielt. Und das Lächerliche, ich sag mal so, es sieht jetzt zwar von der Schussstatistik her aus, als ob er hier wirklich viel besser war. Na gut, 3 Schüsse mehr. Das Problem lag nur auch daran, dass er wirklich aus so Lagen geschossen hat, die relativ unwahrscheinlich sind. Und ich sag mal so, von den 4 Schüssen aufs Tor von uns waren, glaube ich, 300-prozentige, die wir nicht verwandelt haben. Ich würde sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt wären Unentschieden gerecht gewesen. Sieg nicht unbedingt. Also, das will ich jetzt nicht sagen. Vor allem, weil halt von den 4 Toren einfach 3 Stück eine Ecke waren. Vielleicht ist das letzte, ich denke mal, nicht noch drauf. Doch, ist noch drauf. Cantreva. Hier, erstmal hier das wegmachen und jetzt mal zurück. So, da schicke ich Balotelli durch. So, und das hier ist im echten Leben immer ein Foul. Ich weiß nicht, wer es ist von ihm. Maxwell, denke ich mal. Läuft ihm hier voll ins Bein rein. Und danach legt er sich voll auf die Fresse. Also es ist hier definitiv Rot und und Freistoß. Aber es hätte er anscheinend nicht gepfiffen, weil ich habe nämlich auch kein, Vorteilzeichen gesehen. Also hier sieht man das echt nochmal. Er hat nichts mit dem Ball zu tun, reißt ihm einfach nur hier hinten das Standbein weg. Beziehungsweise das Standbein war es jetzt nicht, aber reißt ihm einfach das Bein weg. Balotelli legt sich auf die Fresse und dann kommt Cantreva natürlich glücklich an den Ball und macht hier dann den Schuss ins Tor. Ja, und der Gegner hat sofort gequittet. Er hat anscheinend direkt den Router neben der PS3 stehen, dass er nur noch das Kabel rausziehen muss, obwohl er kann es ja aus der PS3 rausziehen. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute das machen, da können sie genauso gut auf Quit gehen sozusagen, also Start drücken und dann Spiel beenden, weil Abbruchfaktor gibt es so oder so hinten oben drauf, also denkt jetzt nicht, ihr könnt einfach mal das Kabel hinten rausziehen und euer Abbruchfaktor bleibt dann gleich, der geht genauso runter. Ja, im Endeffekt, es war im Prinzip ein schönes Spiel vom Spielen her, weil der Gegner wirklich stark war. Das, was ich nur lächerlich fand, waren halt wieder diese 3 Eckballtore und ja, dass er dann jetzt meint, unbedingt quitten zu müssen, fand ich jetzt nicht so pralle, aber ist ja okay. Und ja, so, was gibt's sonst noch zu tun? Wir können mal ganz kurz bei Ibra gucken. Hat ja jetzt nicht so lange gedauert, das Spielchen. Ach, da ist er schon drin, ne? Ja, da ist er schon. Der Ibra, der Zlatanovic. Und 1-2, das ist uninteressant. Auch. Ja, hier bieten sie schon 130.000. Da seht ihr schon. Gestern, glaube ich, wo ich es euch gezeigt habe, waren welche für 135 Sofortkauf drauf. Ah, scheiße. Vielleicht habe ich mir da... Boah, hier bietet sogar einer 167.000. Das wäre natürlich ziemlich mies. Boah, da könnte ich mir ins Bein geschossen haben, dass ich nicht gleich mitgenommen habe. Ich hoffe ja mal, dass er jetzt am Wochenende vielleicht nochmal hochgeht, weil dann einige zocken. Ah, das wäre natürlich hübsch, aber irgendwie glaube ich jetzt nicht mehr so ganz dran. Scheiße. Ja, vielleicht habe ich es mir da ein bisschen versaut. Naja, okay, das wäre jetzt mal so das erste Gameplay nach der Krankheit wieder gewesen. Ich habe nicht unbedingt solide gespielt, also das muss ich ehrlich dazu sagen. Ich bin noch ein bisschen down im Kopf, aber ich denke mal, wir kommen ganz schnell wieder rein. Und ja, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt das in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.